Ciao zusammen und willkommen zu Farm Together 2. Ach ja, wie schön, es kam wieder ein kleines Update. Ein neues Haus, wie ich gelesen habe, und zwar absolut im Western-Style. Sie haben ein Belohnungssystem, das sehen wir gerade jetzt. Wir kriegen tägliche kleinere Belohnungen, sei es eben mit Gunst. Jetzt habe ich 14 Gunst bekommen, beziehungsweise diese Freundespunkte, wenn wir helfen auf der Map. Es soll aber auch tägliche Belohnungen geben in Form von Geld zum Beispiel, werden wir im Verlauf der nächsten Tage natürlich alles herausfinden. Aber jetzt, ein Haus soll es gegeben haben und viele, viele Dekorationen. Da ist es. Ein Westernhaus kostet 25 Medaillen. Ich, wo im Moment sowieso so wenig habe, ich bin wahnsinnig am Sparen. Das stellen wir natürlich. Schön, wenn ich es hinbekommen würde. Hin. Wie viele Phasen haben wir? Vier. Eine Stunde. Ist das nur eine Phase? Das wäre natürlich mega cool. Eine Bauphase. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann gehen wir mal schnell ins Haus bei mir, um zu schauen, was alles neu gekommen ist. Ja, diverse Dekorationen. Im Western-Style. Ein Western-Stuhl. Da haben wir zwei Varianten, wie ich sehe, blau und rot. Ein Schaukelstuhl, auch blau und rot. Ja. Dann Western-Tisch, auch in zwei Variationen. Ein Nachttisch, naja. Hufeisenwanddekoration, auch jeweils zwei. Sheriffstern, der darf natürlich nicht fehlen, das ist klar. Ein Westernfass darf auch nicht fehlen. Dann haben wir eine Deckenleuchte und eine Wandlampe. Westernfenster, zwei Variationen. Kleines, auch zwei Variationen. Verstärktes Westernfenster auch. Ich habe euch ja gesagt, ich mache im Moment einfach keine Deko hin, weil mir wirklich wichtig ist, dass ich die Map freispiele. Deswegen, ja, es ist so, wie es ist. Deswegen werde ich es jetzt auch nicht hinstellen. Das wird alles kommen. Zum gegebenen Zeitpunkt werde ich das alles tun. Dann haben sie, wenn wir schon am Sound machen sind, Sound haben sie irgendwie noch gepatcht. Der Teil ist nicht ganz fertig war. Ansonsten soll es noch, glaube ich, Zäune gegeben haben. Jetzt schauen wir mal kurz hier rein. Rustikaler Wasserturm. Ja, whatever, wenn man es braucht. Ich im Moment nicht. Dann haben wir Zäune gekriegt. Anbindpfosten fürs Pferd. Vielleicht kommt tatsächlich ein Pferd. Das hat ja jemand mal kommentiert, dass man irgendwann mit einem Pferd über die Map reiten kann. Würde sich jetzt fast anbieten und sieht schon fast ein bisschen danach aus. Wer weiß, keine Ahnung. Western-Zaun und wir haben eine Western-Tür, die wir hinstellen können. Sehr teuer, sehe ich gerade. 200 Diamanten. Auch nicht ohne. Aber ansonsten, ja, mehr nicht. Einfach ein kleines Update für unsere Map. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter wie gehabt, ne? Also, bei mir hat sich einiges getan. Ihr seht, ich habe eine riesige freie Fläche hier hinten. Das ist, weil ich noch was freischalten konnte. Es ist bei mir wieder soweit, ich kann noch das nächste. Wenn man bei mir joint, sieht es ein bisschen öde aus. Ich weiß, weil einfach hier noch nichts steht. Aber ich möchte jetzt einfach mal nach und nach alles freispielen, um dann wirklich die Map zurückzusetzen und einigermaßen, wie soll ich sagen, automatisiert aufbauen zu können. Ich hatte ja hier die Felder vergrößert, verlängert und die Blumen rübergesetzt. Jetzt habe ich alle Ziegen freigespielt. Die stehen hier. Des Weiteren gibt es für mich gar nicht mehr so viel zu erzählen, leider. Das mit dem Booster habt ihr ja mitgekriegt. Ich habe noch ein Video gemacht, dass ihr euren Booster auch einsetzen könnt, um bei Freunden zu helfen. Die kriegen dann euren doppelten Booster ab. Ist natürlich eine feine Sache, wenn ihr einem Freund helfen wollt, der vielleicht noch gerade ein Level benötigt für seine Map. Dann könnt ihr ihn natürlich so mit
Fahrminuten Booster von euch tatkräftig unterstützen. Und das Coole ist ja, das hatte ich euch auch erklärt, dass sie zusätzlich, wenn ihr dann helft, mit eurem Booster euren wieder aufladet. Also viel verlieren tut ihr nicht. Das ist echt eine gute Sache. Finde ich super. Habe ich auch schon gemacht. Restbooster noch verwendet, um jemandem ein bisschen zu helfen für ein Level Up. Ging dann ziemlich fix, weil beide mit dem Booster unterwegs sind. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr coole Erneuerung. Ich war jetzt auch gerade so ein bisschen überrascht, dass heute schon wieder ein kleines Update kam. Ich habe damit nicht gerechnet, aber nehmen wir gerne hin. Des Weiteren habe ich Fehler festgestellt, dass ich ab und zu aus der Map fliege. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Manchmal geht das stundenlang super, tagelang gut und dann wiederum gibt es, dass ich einfach aus der Map rausfliege. Also wenn ihr bei mir seid, ist auch schon passiert, ich hatte Besucher drauf und dann zack, Fenster zu. Das ist nicht, dass ich euch kicke. Ich würde das sagen, hey, sorry, ich gehe offline oder so. Ich würde euch nicht einfach kicken. Also dann hat es mich selbst auch rausgeschmissen. Wir werden gespannt sein auf unser Westernhaus. Da muss ich jetzt Geduld üben, eine Stunde. Und dann schauen wir uns natürlich gemeinsam das Haus noch an. Kann euch kurz noch ein Update geben zu meiner Farm. Die letzte Gattung Ziegen ist jetzt auch da. So. Hübsch, hübsch. Schön gut mit Milch versorgen. Das ist immer toll. Okay, ganz kleine Patch. Habt Freude dran, helft einander, wenn es geht. Lasst natürlich einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Es werden jetzt dann weitere Let's Plays kommen. Und ja, schaut zueinander. Bis dann. Tschüss.